Hallo zusammen, ich möchte bei der Netmob Challenge von Cold Mirror teilnehmen. Dazu ruft sie auf, ein Lieblingsbuch von einem zu nehmen. Okay, es ist jetzt nicht ganz mein Lieblingsbuch, aber es ist das Buch, was ich momentan am liebsten lesen möchte. Und von Seite 15 den ersten Satz vorzulesen. Ja, machen wir doch, ne? Machen wir doch mal. Seite 15, der erste Satz. Ja, jetzt weiß ich nicht, der erste, der da anfängt oder der, der bei Seite 14 aufhört und bei 15 weitergeht. Ja, nehmen wir mal den, der bei 14 aufhört und bei 15 weitergeht, ist ja der erste Satz von Seite 15. In demselben Augenblick, wie der Wanderer seinen eisigen Blick durch das Fenster wirft, greift einer der Burschen heimlich nach seinem Messer, um es, berauscht vom Branntwein und Eifersucht, dem Mädchen an seiner Seite in die nackte Brust zu stoßen. Ernsthaft, ist der erste Satz? Kann ich auch nichts dafür, ne? Warum ich momentan dieses Buch lesen möchte, ist, weil mich der erste Satz des Buches fasziniert hat. Ich lese euch nur mal den allerersten Satz vor. Das Buch ist insgesamt, soweit ich das jetzt gesehen habe, überflogen habe, ist es eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und zwar nennt sich das Buch Geschichten zwischen Diesseits und Jenseits. Ein moderner Totentanz von Max Haushofer. Dieses Buch ist von 1888. Also verdammt, verdammt alt. Das war mal hier ein Buch aus der Allgemeinen Volksbibliothek Hannover. Und die erste Kurzgeschichte lautet Die Hypothek des Schwarzen. Und der erste Satz hat es in sich. Und ja, wenn ihr den gehört habt, wisst ihr vielleicht, was mich an diesem Buch irgendwie fasziniert. Weil es ist mir so in der Art selten bisher eins untergekommen. Wenn uns zwischen den im Glanze des Sommerabends leuchtenden Palästen unserer Riesenstädte plötzlich jener schwarze Wagen begegnet, dessen Klappergäule mit seltsamen Augen aus ihren düsteren Turchlarven hervor uns anschauen, mit Augen, die an jene der apokalyptischen Rosse erinnern, und dessen Kutscher uns angrinst, als wolle er uns zum Einsteigen einladen, wenn mitten durch den sinnberauschenden Duft und Glanz, der uns im Luxus der Gegenwart umweht, mitten durch unser hastiges, stahlklirrendes Arbeitsleben, durch das rastlose, bald sacht hintanzende, bald hoch sich aufbäumende Wogenspiel unserer Leidenschaften, jener eisige Hauch weht, der, wenn er getroffen hat, erblassen und zu den Toten sinken lässt, dann wird uns wohl zumute, wie jenem Rittersgutbesitzer, dem manchmal zwischen seinen kornschweren Feldern unter den rauschenden Laubdache seiner Wälder ein schäbiger, wüster Mensch begegnet, ein Mensch, den der Gutsherr am liebsten mit Hunden aus seinen Marken hetzen möchte, wenn nicht dieser schäbige Mensch im Besitze einer Hypothekenurkunde wäre, die ihn über kurz oder lang als Herrn in das staatliche Gut und das getürmte Schloss einziehen lässt, während der ehemalige Eigner als Bettler von dannen schleichen muss. Das war ein Satz ohne Mist. Keine Punkte, nur Kommas. Das war ein Satz, ganz am Ende. Erst der Punkt. Ja, begegnet einem heutzutage nicht mehr oft so ein Satzbau. Und das reizt mich unheimlich, dieses Buch zu lesen. Ja. Also, mal gucken. Ich gebe Bescheid, wenn ich es durch habe. Das kann dauern. Tschüss. Ich nehme jetzt mal teil an der Netmob Challenge. Netmob Challenge? Netmob Challenge. Bei Cold Mirror an der Netmob Challenge teilnehmen. Das ist jetzt ein komischer Satzanfang. Cold Mirror an der Netmob Challenge. Netmob Challenge, wann kann ich es aussprechen?